kürzlich hatten wir Besuch von einer Zeitzeugin aus Kirpenhain-Weiler. Sie lebt jetzt in New York und heißt Inge Auerbacher. Inge Auerbacher wuchs in der NS-Zeit als Jüdin auf und sie erzählt uns in ihrem Zeitzeugenbericht, wie es war, ins KZ geschickt zu werden. Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt, den wir für Sie zusammengeschnitten haben. Ausflug zum Schwarzwald. Wir waren eine richtige deutsche Familie. Wie ihr seht, ich trage sogar mein Dirndlkleid. Und wo ich geboren bin, haben sie gesagt, ja, die Inge muss ein richtiger deutscher Namen haben, Inge. Und nachher, als ich in die Schule ging, wenn der Lehrer gesagt hat, Inge, steh auf, sind alle Mädchen aufgestanden. Nämlich der Name war sehr populär in dieser Zeit. Und dann ging das Geschrei los. Alle Fenster wurden eingeschlagen. Und Synagogen haben sie bald alle bis zum Boden abgebrannt. Aber bei uns in Kippenheim waren christliche Häuser sehr nah. Und wenn diese Synagoge in Flammen gewesen wäre, wären die anderen auch runtergebrannt. Da haben sie das nicht weiter getan, aber sehr, sehr in ihnen geschändet. Da standen wir im Wohnzimmer, voll mit Scherben überall, meine Mutter, ich und Oma. Und da schrie einer durchs zerbrochene Fenster, ah, doch, der Kronleuchter hängt noch, den müssen wir kriegen. Und er hat einen Backstein durch das zerbrochene Fenster geschmissen und meine Mutter hat mich gerade noch weggezogen, dass der Stein mich nicht getroffen hat. Und da haben wir uns gesichert in einem Hinterhof. Und das Geschrei ging den ganzen, ganzen Tag. Dann endlich in der Nacht spät sind wir zu einem Nachbarn gegangen, auch eine jüdische Familie, wo auch alles kaputt war. Und war da die ganze Nacht mit denen zusammen. Später mussten wir den Schaden selber bezahlen. Und die Männer waren ja alle weg. Vielen Dank, Frau Auerbacher, dass Sie uns an Ihren Erinnerungen teilhaben lassen und uns nicht vergessen lassen, wie es damals war.